Nein, ich habe nur gesagt, er hat keinen Bock mehr drüber zu reden. Ich fahre eine Tour. Ich trinke nicht am Steuer, nein. Wieso fragst du immer, ob ich am Steuer trinke? Stella, ich hab's jetzt gesagt, ich hab da keinen Bock drauf. Ja, ich fahre eine Tour. Ja, was weiß ich, in der Nevada-Wüste, da bin ich dahin. Wenn du mich noch einmal fragst, ob ich mit der geschlafen habe, sage ich dir immer wieder neu. Jetzt bringt, wird das besser, wenn du mich 20 Mal fragst, dann weiß ich auch nicht mehr, dann ist die Antwort immer nur nein. Ja, klar, Tanja hat es gesagt, ja, aber die schauen wir besoffen. Ich bin im Tunnel drin, ich hörte gerade ganz. Warte, ich bin wirklich im Tunnel. Ja, da bist du wieder. Also, Schätzle, ich muss wirklich jetzt eine Tour fahren gerade. Ich fahre komischerweise rückwärts. Auf der falschen Straßenseite. Ich muss jetzt auflegen. Du musst aufhören mit der Tanja zum Telefonieren. Die erzählte. Ich fahre eine Tour! Stella! Neu, jetzt ist vorbei. Ja. Ja, ja. Hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Also, ja. Ja, und auch unterrum, das Ding habe ich auch geleckt. Ich lach nicht. Nein, ich habe gelacht, weil da war so ein Eichhörnchen gerade, habe ich gesehen, das habe ich überfahren. Das ist witzig. Also, ciao. Ja, Stella, ciao. Ciao. Die geht mir auf den Sack. Zentrale. Ich weiß nicht, wo ich bin, wo soll ich langfahren? Over. Zentrale, over. Die nächste links. Nächste links, danke, over. Oh Mann, nein. Das ist immer das gleiche, die. Ah, oh, Leute, ihr seid auch wieder dabei. Es ist halt voll in Ruhe. Die ist einfach so immer noch schlüssigbar. Kaffee. Das ist leckerer Kaffee, du. Wir gehen direkt mal rein. Servus, dass ihr auch wieder dabei seid. Hier mal ein bisschen mit dem Fahrrad ein bisschen Fragen. Wir holen uns ein Angebot. Das ist so geil, hey Leute. Das ist so richtig geil. Wir können machen, was wir wollen. Also, wo fahren wir lang? Herzlich willkommen wieder zum Euro Truck Simulator. Mit mir. Und wir fahren wieder durch die Gegend. Also ich bin da jetzt Nüsse. Das sehe ich direkt, das sticht mir ins Auge. Nüsse, das habe ich super gerne im Mund. Gerade wenn sie schön groß und saftig sind. Schön saftige, große Nüsse in meinem Gesicht. Das liebe ich. Nicht so gern, wenn sie salzig sind. Wenn sie so schön saftig und groß sind. Das liebe ich. So, mal gucken, wo wir langfahren. Wir sind in Hamburg, wieder in der Zentrale. Also, Vorratstank, 11 Tonner, 22 Tonner. Ey, das ist schon auch geil. Fahren wir nach Magdeburg. Ja, Tag der Deutschen Einheit war jetzt gerade wieder. Das könnt ihr mir vorstellen. Da können wir fahren in den Osten. Fahrrad in den Osten. Nee, warte mal. Magdeburg, ist das noch? Ist das schon Osten? Ja, ist schon Osten. Auftrag annehmen, jawohl. Nein, jetzt damit. Ja? Wir fahren jetzt los. Das wird richtig geil. So, erstmal akklimatisieren. Schöner Himmel. Ich habe keine Beine nach wie vor. Da haben wir keine Änderung diesbezüglich. Ohne Beine fahre ich nach Magdeburg. Alles klar, dann geben wir mal Gas. Igel checken, ganz wichtig. Und auch die Bremse lösen. So, mal gucken, nein, dass wir auch links gucken, dass da ist eine Rampe. Das ist. Klassische Rampe, wir müssen immer noch die Bremse lösen. Ich gebe Gas und es tut sich nichts. Ja, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, gerade 15 Mal. Ich habe auf E gedrückt und ich wollte auf E drücken. Alles klar, jetzt mal Gas geben. So, jetzt da oben rechts haben wir Rückspiegel, Seitenspiegel, Unterspiegel. Was ist eigentlich der Unterspiegel? Ja? Untermenschen brauchen der Unterspiegel. So, also, sorry, Leute, ich war gerade ein bisschen genervt, weil das war die Stella am Telefon. Mit der habe ich jetzt so vor Weile mal irgendwie ein bisschen rumbumst. Und die geht mir so auf den Sack. Aber die ruft nur noch an, die will immer irgendwie.
Die folgt mir da jetzt auf Instagram und so, die ist immer am Labern, die guckt immer so. Neulich ist die bei mir vorbeigelaufen, an meinem privaten Fenster in Böblingen, in meiner zweiten Wohnung. Ganz ehrlich, da hat die bei mir gesehen, dass Licht brennt. Und da hat die mich, hat die mir geschrieben auf den WhatsApp-Dingens da, weißt da Watzi, wo ich mal rüber gucke da. Jawohl, rechts vor links, sage ich immer. Wichtig, auch bei solchen Straßen. Jawohl. Und weißt, auf jeden Fall, ist die bei mir nachts langgelaufen am Arender Wohnung in Böblingen, hat oben geguckt, ob Licht brennt. Und da hat Licht brennt, weil da war ich mit der Stella auch am Bumsen. Aber das geht dir nichts an. Ich bin ein bunter Hund. So gucken wir jetzt hier. Das sind doch keine Autos! Das hier ist ein Auto! Ich bin der König der Straße. So, rote Ampel. Sag ich jetzt mal ganz kurz, fick dich. Ich hab's eilig. So, ja, fickt euch. Oh, die fahren mir einen Anhänger rein. Eyo! Ja, das können wir leisten. So, Navi bitte. Oh, ich fahr im Kreis. Scheiße. Falsch gefahren. So, dann müssen wir da vorne da. Ey, ich fahr mal ganz geschwind zwischen den Beinen um hier. Eyo! Das kann ich. So, warte mal, jetzt gucken wir mal. So, gucken wir mal. Ja, schön. Da bin ich. Schon geiler Job. Überfahren der roten Ampel. Ups. Jetzt sind wir da gelandet im Baum. Ich sag's euch, Leute, jetzt gucken wir mal ein bisschen. Runterfahren. Ich kann ein paar Sachen erzählen. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Ärger bekommen. Es ist nämlich so, dass der ein oder andere oder die ein oder andere Lieferung nicht ganz pünktlich ankam von mir. Ich habe neulich, Leute, wirklich, das ist richtig geil eigentlich. Also wirklich, dürfte ich jetzt weiter erzählen. Ich muss mal rumgucken, da ist einer. Hey, Kollege! Oh! Alles in Ordnung, Zentrale, bitte nicht melden. Also nicht gucken, nachgucken. Also, um jetzt nochmal. Jetzt hab ich da gerade. Sorry. Ja. Sorry. Jetzt lässt mich mal fahren hier. Hallo, Hub. Was soll das? Wenn man fahren lassen da, jetzt wartet der nicht, hey, ist ja schon ein Drecksack, hey. Also, zurück zur Story. Ich hab neulich, das ist wirklich so witzig, ich hab die Warnblinker an. Mach's mal aus. Weil ich habe ja nichts zum Warnen gerade. Also, ich war neulich, hatte ich einen Auftrag über die Firma, da sollte ich Senfgläser runterfahren nach Bayern. Ja? Die Bayern, die können mir jeder. Ich bin VfBler durch und durch. Also auf FC Bayern, Bayern München, der ganze Staat Bayern, das ist mir einfach nicht geheuer, das verstehe ich nicht. Also die Badner, die können falsch, also ganz ehrlich, die sind bei mir unter durch. Ja? Also ihr könnt schon, es gibt, also einer ist okay, der Paolo. Paolo, der kommt aus, Augsburg. Augsburg. Ja? Ist in Ordnung, sage ich mal. Der Paolo ist in Ordnung. Und auch der Benni. Der Benni ist einer, der kommt aus München, der ist in Ordnung. Der ist VfB-Fan, der lebt in München. Muss er. Kann nichts machen. So, aber ich drift ab. So, und dann musste ich neulich eine Ladung Senfgläser dahin fahren. Nach Bayern habe ich gesagt, mach ich nicht. Habe ich gesagt, ja, scheiß drauf, ist mir doch egal. Dann bin ich in den Wald gefahren. Und habe einfach die Senfgläser da raus. Oh, kleinen Moment, muss rein. Bei mir klingelt es. Oh, bei mir klingelt es. Telefon, ich muss geschwind anfahren, Warnblinker an. Bei mir klingelt es am Telefon. Oh nein! Das ist der Typ von den Senfgläsern, das kann doch nicht sein! Das ist der Senfgläser! Also, ich muss. Du, servus Donny, gell? Ich weiß nicht, wo du da in der Weggeschichten umeinander fährst, gell? Ich brauch meinen Senf. Du, die hocken da auf der Wiese, ich brauch meinen sitzen Senf. Sollte die Brezeln auch einen Senf essen oder was? Du, glaub, es hascht da bei dir, gell? Du fängst da gleich eine. Fährst du in der Weltschicht rum?
Du, Donny, jetzt passt auf, gell? Du fängst ja gleich an, gell? Bursche, du kommst jetzt aber mal auf die Straßen, gell? Das muss auch ein bisschen schneller gehen, gell? Du, fängst ja gleich an, du Saugreppe, Saupreis! Weißt du nicht, was mit dem los ist, da mit dem Bur, das wird ja auch nichts mehr. Was soll, dass du dir gleich eine fängst, da? Scheiß Bayern da rumstanden, da um Telefon große Klappe haben! Senfgläser kommen mir, hab ich ganz ordnungsgemäß abgeben in der Umschaltstation. Und da ist das verloren gegangen, kann ich auch nichts machen. Hallo? Hallo? Weißt du, Zufälle gibt's? Mal kurz gucken, ob ich da wieder rausfahren kann. Beide Spiegel. Wenn er da. Kurz mal Hupe. Alles klar, oh, Hupe ist hier. Alles klar, ja, sorry, sorry Leute, da war ich kurz ein bisschen abgelenkt. Das ist ja verrückt, dass ich gerade die Senfgläser-Geschichte erzähle. Da ruft der Typ an. Habt ihr es gehört? Ich hab's auf Lautsprecher, habt ihr gehört? Unglaublich. Unglaublich. Was der sich erlaubt, mich Bua zu nennen. Das heißt Bub. Legt mir im Sack. So, wir fahren jetzt erstmal nach Magdeburg. Schon eine Weile. So, wir sind über Geschwindigkeitsbegrenzung drüber. Es ist mir scheißegal, ich bin auf der Autobahn, ich fahre, wo ich hin will. Hinter mir ist ein Kollege, dem mache ich das internationale Zeichen für lass uns zur nächsten Raststätte uns gegenseitig einen runterholen, gehst du? Das weiß er, der sieht die Schlangenlinien und der denkt sich, entweder ist einer von uns oder nicht. Dann fahre ich weiter, Tempomat bräuchte ich mal. Habe ich mir immer noch nicht gemerkt, wo der Knopf ist dafür in meinem neuen LKW. Ich habe keine Beine gerade. Ich muss mal kurz gucken, ob ich da die Beine erstmal brauche. Ich hoffe, es ist Tempomat. Ah, Leute, endlich wieder auf der Straße. Endlich wieder auf der Straße. Weg von Stella, weg von Senfgläsern. Einfach mal 5 Grad sein lassen. Gas geben. Mal gucken, der Horizont. Das sind komische Beine. Die kenne ich gar nicht. Aber das ist mir auch scheißegal. Ah, guck mal, den nehmen wir mit. Ciao. Habt ihr gesehen im Seitenspiegel? Der kann jetzt mal gucken, wo er lang kommt. So, da oben haben wir noch ein Radio. Hier bin ich meistens und hol mir einen runter. Hab ja verschiedene LKWs. Ich finde es auch wichtig, euch immer zu zeigen, wie die jeweilige Masturbationssituation ist. Hier hervorragend. Ja. Bisschen ungemütlich, aber halt schon ein bisschen rougher, ein bisschen Gloryhole-mäßig. Aufliegerschaden, hab wieder einen Unfall gebaut, nicht gesehen wo. Ist mir gerade ein Rätsel, wo da jemand gewesen sein könnte. Guck mal oben rum. Oh, falsche Richtung. Oh, Polizei. Servus. Ich bin mal flott unterwegs, ey. Die Polizei. Die sind flott unterwegs. Dabei, unser Freund und Helfer. Ich mag sie. Ich mag sie nicht alle. Ich mag sie nicht alle. Ich mag den, wie heißt der? Kollege. Wie heißt der da in Hamburg? Der macht da immer so. Matthias. Er ist gut. Wenn ja, früher, da sind wir immer bei uns in Endringen, im Ammerbuch, sind wir gern ins Freibad rein. Nachts. Ist nicht ganz egal, weiß ich. Ist nicht ganz egal. Sorry, tut mir leid, ja. Bitte nicht Anzeige jetzt. Ist ein bisschen friert auch. Ja. Da sind wir immer gern ins Freibad nachts. Neigstiege. Nagidei, sage ich immer. nackt! Und die sollte auch wissen, was ich euch erzähle. Und dann sind wir da rein. Und einmal sind wir da rein, ja, nachts. Und da kam die Polizei, ja. Und das war der Wachmeister Betzinger. Der übrigens später einen Sohn hatte, Frank Betzinger. Der ist bei Höhle der Löwen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ist auch egal, Fun Fact am Rande, sag ich mal. So, und da war es immer dann eingestiegen. Und der Kommissar Betzinger, der fand es nicht so geil, dass ich da mit der Tina und der Stella unterwegs war, sag ich mal. Ich will jetzt keine Details sagen, aber wir haben ihn hingekriegt. Oh, jetzt kurz vor Ziel, nein, nicht, nein,
Wir haben uns jetzt gelegt. Auf die Seite. Oh, Scheiße. Leute. Ich bin drin jetzt. Ja, stimmt so, ja. Ah, neu. Ich bin drin jetzt. Ja, so muss es richtig sein. Ja, ich guck mal hier. Da ist der Boden. Könnte man sich hier noch einwichsen? Gerade ist die Frage. Ja, jetzt weiß ich auch nicht. Hilfe! Hilfe! Ich bin liegen geblieben! Ja, ich! Ich muss mal kurz gucken. Der LKW ist sehr müde. Der muss sich halt auch mal auf die stabile Seitenlege legen. Ich gebe mal Gas, vielleicht bringt das was. Ich brauche Hilfe, tatsächlich. Ich brauche Hilfe. F7. Sehe da unten. Notruf, Dienstleistungen anrufen. Zum Werkstatt abschleppen. Ich glaube, wir haben da jetzt keine Chance. Der Abschleppdienst kann dich und deinem LKW nach Bremen bringen. Dies wird 500. Oh, dann muss man noch nach Bremen. Obwohl, da ist der Pizarro da gegangen. Jawohl. Ab nach Bremen. Ah, Tag. Ah, leg mir mal Arsch, jetzt bin ich da wieder raus. Das ist ja kein Vergnügen, das Fahrer, gell? Also, das ist so, dass sich der Truck da einfach mal hinlegen will. Jetzt beruhigen wir uns mal. Jawohl. Ab geht's. Transinet. Das ist ein kompletter Transport von Transistiten. Die sind da alle drin hinter. Aber unter guten Umständen. Also jeder hat da so einen Sitz. Businessklasse. Sind genau 7 Stück. Und es ist eine Firma, die hat sich darauf spezialisiert. Transinet. Die fährt quasi Transistiten an, ja, an die Orte, wo sie hinwollen. Die macht da keine Unterschiede, mir ist egal. Männlein, Weiblein, Transe, mir total egal. Ich fahre nur den LKW. So, jetzt fahre ich mal auf die falsche Straße. Seit, zack, neu. Wir fahren einmal rum, jetzt sieht doch keiner. Ja, und da ist rot, hier ist doch kein Mensch. So, wir haben keinen Auftrag, kann es sein? Wenn, oh, warte mal, F5 müssen wir drücken, damit wir sehen können. Ah ja, da war es lang. Oh, jetzt waren wir falsch. Dann mache ich da mal ganz kurz der Rückwärtsgang rein. Hinter mir ist ein Auto. Das hat jetzt Pech gehabt in diesem Fall. Geh bitte weg. Ich stoß dich einfach mal jetzt in diese Richtung. Wie der das hinnimmt. Ja. PS rules, mein Freund. Größe zählt. Auf der Straße. Im Bett nicht, weil ich habe einen ganz kleinen Schwanz. Was ist da los? Ja, was? Du Wichser! Grünes Auto fährt doch kein Arsch! Oh, jetzt, das ist doch mein Sitz. Das sieht doch super aus. Das ist doch geil hier. Ah, oh, ich baue noch einen Schluck Kaffee. Mann, Mann, Mann. Oh, Leute. Ich muss euch nachher was zeigen. Ich habe eine Sprachnotiz von meinem Kumpel Lasse. Das wird so geil. Jetzt zeige ich euch nachher. Zeige ich euch nachher, ich habe eine Sprachnotiz, die mache ich dann mal an und das wird, der ist so verrückt. Der ist wirklich so krass, der ist ein richtiger krass. Der ist immer in Tübingen im Top 10, da ist der immer richtig reingegangen. Da hat er immer so Wodka-Bull getrunken, gell? Ich bin auch so ein Biertrinker. Ich trinke Bier, das liebe ich, ja? Gerade trinke ich Kaffee. Und das perlt auf Sau. Aber ich bin Biertrinker, der Lasse ist auch mal einer, der trinkt immer so richtig geil, so Wodka-Bull. Das ist auch geil, ey. Die Leute, die das trinken, gell, die sind richtig krass. Hallo, hi, oh. Hey, Kollege! Servus! Oh, der fährt Autos. Krass. Da bin ich noch nicht so weit. So. Also, komm, wir fahren mal ordentlich jetzt hier. Gerne. Das ist gar nicht weiter. So. Ja, rote Ampel. Normal. Warnblinker an der roten Ampel. So. Licht an. Oh, jetzt habe ich was. Oh, hey. Jetzt habe ich kurz einen Schlaganfall, Leute. Passt auf. Das kann passieren. Ah, ups. Gerade mein Blinker. Ah, jetzt. Jetzt blinkt's.
Herrlich, das ist einfach schön. Ich bin ja auch so ein großer Tannenbaum-Fan, gell? Die sind keine jetzt, aber das sind ja auch Pinienkerne, gell? Glaube ich. Pinien, Spirenzien, da hinten ist, glaube ich, ein Gebüsch. Ja, machen wir den Blinker aus. Nein, der Blinker aus. Nein, das ist ja der Blinker. Ich finde den Blinker nicht. Hey, sag mal, hast du sie alle noch am Zaun? Du Drecksack, ich überhol dich jetzt hier auf der anderen Straßenseite. Sag mal, du bist ja wohl auch. Den hol ich mir. Den hol ich mir. Hey, ich will den Anhänger loswerden. Anhänger loswerden. Du Wichser. Was ist da los? Au, scheiße. Hinterher. Ich will meinen Anhänger los, ich bin zu langsam mit dem Anhänger, jetzt haut der ab! Boah! Den holen wir, den schnappen wir. Den schnapp ich mir. Wo ist der? Warnblinker an! Ich glaube, das wird nix. Da ist er! Das ist ab jetzt mein Gegner. Ja, ich glaub, der ist weg. Ich nehm nochmal eine Schlüssel Kaffee und ärgere den mal hier. Hey, oh 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 oh! Oh 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 oh! Ja, du machst mal Pause heute. Ciao, du Wichser! Ich mein das doch gar nicht so. Ich mache nur Späße, das weiß man auch bei mir. Ich habe keine Beine, Leute, ich mache einfach, was ich will. Auf der Straße. Ist aber auch sehr langsam gerade mein Fahrzeug, muss man sagen. Ich habe irgendwie Bock auf ein bisschen Offroad. Einfach mal so ein bisschen mal. Irgendwie gerade sein. Warum fahre ich so langsam? Oh. Ich habe, glaube ich, einen Limiter drin. Oder sowas. Limiter. Jetzt gib Gas da. Jetzt! Jetzt geht's los. Ah, ich habe den Limiter drin gehabt. Mein LKW ist am Arsch, wurde mir gerade per Funk durchgesagt. Ich glaube, bei dir ist der LKW im Arsch, Kollege. Das sage ich dazu nur. So, Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben, ab geht's. Wie weit sind wir eigentlich weg jetzt von dem Magde Arsch da? Also, jetzt, Leute. Jetzt haben wir Zeit. Jetzt können wir was erzählen. Jetzt, pass auf. Ich war gestern. Gestern war ich in einer Kneipe. Bei uns in der Rose. Das ist quasi auch das ist eigentlich mehr ein Restaurant. Ist eine Kneipe, wo es halt auch Pizza gibt. Das macht der Giovanni bei uns, der ist super. Weißt du, ich bin auch so, weißt du, die Italiener. Ich bin nicht der größte Fan von den Italienern, gell? Aber der Giovanni, der ist so geil. Der ist echt einer von. Der ist richtig geil, der ist einer von uns. Oh, oh, ey! Ups. Entschuldigung, ihr habt Transvestiten-Antwort. Ich darf das. War vielleicht ein bisschen schnell unterwegs. Jedenfalls, ja, morgen schon los und der Giovanni macht so eine geile Quattro Stationi. Die ist so geil. Kennt ihr Quattro Stationi? Die Pizza. Kennt ihr die? Die ist so geil. Die hat quasi vier Stationen. Oh, Kollege. Ja, Gefahrengut, da muss man aufpassen. Oh! Noch einer. Kollege, ich krieg jetzt die Kurve, ja. Upsala, ich bin wieder im. So, jetzt war. Hey Leute, ich liebe es, Truck zu fahren. Das ist einfach mein Ding hier. Guck mal, das ist die. Was steht da? Was stand da? Radarkontrolle. Warum wische ich eigentlich die ganze Zeit den Scheibenwischern? Motor-Fehlfunktion, umgehend Werkstatt aufsuchen.
Da gibt's nur eins, Gas geben. Scheiße, ich glaube, mein Motor ist am Arsch. Oh, ja, jetzt geht's wieder. Nein, kein Problem, ich fahr jetzt weiter, sorry für den Stau. Und fickt euch! Oh! So, Motor geht wieder in Ordnung. Fahrrad ganz normal weiter. Ey! Ich habe auch keine Batterie mehr, wenn man unter links guckt. Da ist schon eine Fehlermeldung. Also zum Glück haben wir es nicht so weit mehr nach Magdeburg. Nur noch 2 Stunden und 28 Minuten. Oh, Rasthof! Da will ich hin! 500 Meter Rasthof, Leute! Ich muss eh pissen, ohne Ende. Ei, geil, jetzt können wir mal schön laufen lassen. Ich habe auch schon mal einen Flasch gemacht. Hier, Beweis. Das ist hier noch Urin von mir drin, ne? Da ist noch Urin drin. Und da habe ich mal reingepisst, weil es ging nicht anders. So, mal runter vom Gas. In die Analtankstelle rein. So, oh, jetzt fahre ich da, wo die Autos langfahren. Da will ich mal hin zu den Leuten da. Ja, der. Was ist mit dem los? Ja, die scheint einiges auszuhalten. Und wegen Lautstärke. Die beiden da. So, ich drehe am Rad. Ich komm nicht voran jetzt! Nee, andere. Ja. Ab, dahinter, komm, parken wir jetzt da. Wo ist der LKW-Parkplatz? Dahinter. Ah ja, guck mal, das sind meine Kollegen, die sind auch gerade da schon am Wichsen. Die sind auch schon drin quasi, haben schon der China Wild reingelegt. Und sind jetzt in diesem Moment gerade schon am Wichsen. Oder sorry, masturbieren. Und ich sehe mich dazu. Und da gibt's, glaube ich, eine kleine Pause, oder? Das ist richtig. So, und dann gibt es jetzt eine kleine Pause und ich gehe mal geschwind schiffen und dann sehen wir uns gleich wieder. Glaube ich. Keine Beine. Jawohl. So startet man in den Morgen. Am besten vielleicht noch einmal ganz kurz hupen. Oh, Leute, ich habe die ganze Nacht hier gelegen und masturbiert. Das war so geil. Ich habe verschiedene Arten gemacht. Zweihändig, einhändig. Mal was reingesteckt, Mann. Und jetzt geht's weiter, Leute. Ich habe den Scheibenwischer an. Ich weiß nicht warum. Und da ist schon ein Bus. Der kotzt mich an. Motorfehlfunktion. Ich glaube, wir müssen ins Werkstatt. Leute, ich glaube, wir müssen in die Werkstatt. Oder fahren wir einfach weiter. E. Ruhepause drücken für folgende Pass. Ja. Du kommst zur Ruhe. Was? Ich hab doch gerade geschlafen! Oh Scheiße, ich muss anfangen. Scheiße, was habe ich gedrückt? Ich habe jetzt hier Eingabe. Ich bin ruhig. So, können wir jetzt Motorfehlfunktion. Umgehend Werkstatt aufrufe. Ja, F7. Mach.
Nein! Ich will nicht. Ich. Nein, warte. Dienstleistungen anzeigen. Ah. Scheibenwischer P. Ja, ich glaube, ich bin kaputt. Ja, das ist aber auch alles die Stella. Das ist wirklich auch schwierig gewesen jetzt letzter Tag. Ich trinke ja nichts anderes. Ich habe neulich aus Versehen vielleicht bei der Hockeze habe ich eventuell vielleicht halt ausnahmsweise halt auch mal 20 Bier getrunken. Dann habe ich ja mit der Tanja num gemacht und Stella hat das mitgekriegt und ah, das ist so komplizierte Geschichte, ich will gar nicht erzählen. Und die hat auch gehört, dass ich da immer mir einen runterhole auf der Arbeit, aber die weiß gar nicht, dass das sich ganz normal gehört. Das ist ganz normal für einen Trucker, anders überlebt man das nicht. So, ich bin jetzt in der Werkstatt, wieso ist mein Motor aus? Umgehend Werkstatt aufsuche, ich bin doch in der Werkstatt. Ja, jetzt reparier mich. Ich habe keine Beine in der Reparatur. Warum werde ich hier nicht bedient? Ah, jetzt geht's weiter. Schaden unter rechts. Sehr viel. 68% Schaden. Wo ist jetzt hier die scheiß Werkstatt? Ah, da Hanna. Fragezeichen. Ja, das ist gut. Da gibt's jetzt gleich, da kommen gleich Bananen raus oder grüne Panzer. Eins von beiden. LKW-Händler hat geschlossen. Der hat geschlossen! Der macht um 8 Uhr wieder auf! Ja, dann fahren wir halt mit dem kaputten Auto jetzt weiter. Das ist scheißegal. Leute, ganz ehrlich. Also, ich hab's vorhin schon angekündigt. Ich muss euch was zeigen jetzt. Ich muss jetzt eh langsam fahren. Ich muss euch was zeigen. Ich hab's gesagt, der Lasse, gell? Der Lasse, der, mit dem ich früher mal ins P1 gegangen bin. Und auch ins Top 10 in Tübingen. Der hat mir so eine geile Sprachnotiz hinterlassen. Ich muss euch jetzt mal zeigen. Warte, ich hol's mal kurz vom Handy raus. Ich mach Warnblinker. Ich geh rechts ran, warte. Ich mach kurz den Warnblinker an. Oh, ich bin kurz ins Gebüsch fahren. So, passt auf, die muss ich euch zeigen. Ja, aber fahrt einfach weiter. Wir sind jetzt einfach im Canyon wieder drin. Scheiß drauf. So, ich zahl. Und jetzt hört euch das mal an. Los, lasse. Oh, da ist er. Da ist er, ja. Hallo, servus. Mensch, Mensch, hast du dich gestern aufgeführt? Aber du, es war ein sauberer Abend, da kannst du nichts sagen, du. Ayo, hast du noch abgeklebt? Hast du noch abgeklebt? Das war eine geile Sau. Du, ich hätte nicht gedacht, dass du die noch kriegst, du. Aber gut, wir haben auch ein bisschen was bechert, gell? Was waren's? Zwei, drei Liter Bier haben wir schon gehabt, ne? Vor 8 Uhr, ayo, da kannst du ein bisschen besoffen sein. Und das Model, das hat ja die ganze Zeit auch geguckt. Und ich habe auch mal gefragt, du, Model, willst du mit mir aufs Klo? Hat sie gesagt, nein! Das war ein kleiner Süße, du. Ah ja, nee, sonst, du, ich habe ein bisschen erzählt, aber ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Zeit, so, gell? Nächstes Mal gehen wir ein bisschen länger noch aus, du. Ich habe noch ein gutes Etablissement, wie man so sagt. Da können wir mal nachgehen. Da gehen wir mal zusammen nach, ja. Ajo, klar. Ah ja, das ist der Lasse, ich wollte es euch einfach zeigen. Das ist der Lasse, der ist so verrückt. Ich fahre rot hier, komm. Ich fahre. Oh, no. Wir haben gerade gerettet, der Lasse hat mich rausgebracht. 76% Schaden. So, ich brauche meinen Motorsound lauter hier. Ich höre nichts. Hey, danke. Da geht noch was. So, also, wo fahre ich eigentlich gerade lang? F5 Navigationssysteme. Wir müssen hier nach rechts. Da geht's nicht lang, das sind X'e. Oder das ist Rotlichtviertel, ich weiß nicht genau. Aber nur also drei X'e sind Rotlichtviertel. Ich war ja auch schon in einigen Rotlichtvierteln unterwegs und hab da auch aufgehalten, sag ich mal. Anschaulich. Kurz, nein, kleiner Schreck für dich. Oh shit! Ups. Warte. Ich hab die Warnblinker an, ich will's jetzt. Ja, jetzt wird's grün. Aber weiter geht's. Scheiße, mein Motor ist so am Arsch. Ich kann nicht fahren. Oh, jetzt geht's. Oh, ja. Gerade wo rot wird. Oder Gott. Rechts abbiegen. Immer Schulterblick auch machen. In die andere Richtung. Eigentlich geht's in die andere Richtung.
Ah, Leute, jetzt sind wir auch in der Nachtfahrt unterwegs. Eigentlich hätte ich ja schon längst ankommen müssen, gell? Ja, scheiße. Ich war ja auch nie immer pünktlich früher, gell? Ich bin immer zur Schule gegangen. Und hab immer geschwänzt. Ah, ja, klar. Albert-Schweizer Realschule in Tübingen. Ja? In der Altstadt drinnen. Rote Ampel, der fick dich. Ist schon nachts, da fährt doch keiner. Da ist unser Kollege unterwegs. Hub. Oh, ah! Shit. Wo ist meine Hupe? Meine Hupe tut er. Oh, Licht! Ah! Jetzt sehen wir wieder. Also, jetzt muss ich da. Oh, abfahren hier. Ey, oh, nicht die. Nein, die nächste. Jawohl. Rechts. Jetzt fahre ich da im. Ich fahre. Ja, Gegenspur war total. Oh, shit! Ah! Oben. Oh, mein Licht ist so kaputt. Alles ist kaputt. Jetzt haben wir Luft an. Oh, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Guck mal. Der muss richtig schleppen jetzt. Ei. Schleppe. Jawohl. Wir haben geschleppt. Hol da mal Bier, du wirst schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier, dann bist du wieder schön. Hey, laulo, hey, Kreuzholm, nur verarscht. Hannover, verarscht. Ich war ja auch in Hannover oft mal bei der Ultras deiner Kurve. Die sind auch echt übel, hey. Übel. Die schmeißen mit den Bengalos, hey, das ist echt krass. Ich hab ja auch mal ein Bengalo ins Stadion reingeschmuggelt. Und ey, ich konnte 3 Tage nicht laufen danach, gell? Das war wirklich, das hätte ich nicht gedacht, dass es so groß ist. So, wir müssen abfahren, wir sehen nichts, weil Licht tut immer, ja, jetzt tut's. Also, na, abfahren, jetzt, jawohl, kein Problem. Hätte übrigens damals noch eine kleine Anekdote, ich habe ja vor 100 Jahren mal meinen Führerschein gemacht, das ist schon länger her jetzt. Also ich musste, ich habe jetzt ein paar Mal neu machen müssen, weil, habe ich letztes Mal schon gesagt, wisst ihr Bescheid, ich habe da vielleicht das ein oder andere Mal auch ihn verloren. Würde man sagen, immer kurz gucken, ob da jemand kommt. Neu, da kommt keiner. Jawohl, Licht an, jawohl, jetzt geht's ab. Magdeburg, ich komme, du geile Sau. Jedenfalls war ich, ja, also als ich damals meinen Führerschein gemacht habe, das war so geil, da hatte ich einen Fahrlehrer, der Herr Gammerdingser. Und der Herr Gammerdingser, der war auch so, der hat mir immer gesagt, passt auf, Leute. Der hat immer gesagt, der Führerschein ist nur die Erlaubnis zum Weiterüben. Das hat er immer gesagt, das fand ich so geil. Da hat er recht. Machst du Führerschein ein paar Stunden, also bei mir waren es, weiß ich, 78 Stunden Praxis und da habe ich halt, ja, das ging schnell, aber Theorie bin ich ein paar Mal durchflogen, gebe zu. Also da habe ich jetzt nicht so richtig, das habe ich noch nie so richtig verstanden. Mein Licht tut das übrigens. Ich habe nur noch das Standlicht und habe sonst auch einen Motor sondern ist viel kaputt gerade. Ja, ich kann nicht schneller fahren gerade als 54 km/h. Das ist jetzt so geil. Oh, jetzt ist das Licht wieder aus. Aber fahr einfach im Dunkeln, komm. Ja, gut. Bergheim-Style. Ja, musst du gucken, dass wir jetzt nicht. Dass wir jetzt nicht anfangen, hier gleich umzuficken. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich muss rechts anfahren. Ich glaube, ich bin kaputt. Ich bin wirklich kaputt. Ja, Dienstleistung anrufen, ja. Ich glaube, wir sind. Nee, aber der hat nicht offen. Der hat nicht offen. Der Abschleppdienst kann dich und dein LKW nach Hannover bringen. Ich will nicht wieder zurück nach Hannover. Ja, aber dann ist wieder zu. Kann ich jetzt. Kann ich nicht einen neuen Auftrag annehmen? Ich bin pleite. Jetzt ist 23 Uhr, das macht um 8 Uhr auf. Eieiei, das war, glaube ich, ein Fehler. Jetzt sind wir in Hannover wieder. Jetzt sind wir gerade aus Hannover rausgefahren, ich bin mir gar nicht so sicher. Oh. Ich
bin immer noch kaputt. Oh nein, das ist der gleiche Laden, wo ich gerade schon war. Ein Kabel. Ah, LKW-Wartung und Reparatur. Der gute Fahrer hält sein Fahrzeug stets in Top-Zustand. Ja, der dumme Streberfahrer. Ich fahre hier all in. Ich bin geil, ich komme geiler an. Weißt du, es gibt immer etwas, das du nach deinen Vorstellungen anpassen kannst, um mit deinem LKW zufriedener zu sein. Ja, meine geile, lautere Hupe. Ja, hör auf mich zu belehren. Ah, ah, okay, ich hab kein Geld. Das LKW-Schaden, 56.000, Gesamtpreis, jawohl, reparieren. Da gehen wir halt ins Minus, jawohl. Reparaturkosten werden durch deinen Arbeitgeber gedeckt. Alles klar, Rocket Beans, gib deinen aus. Scheiß drauf. Male ist nur einmal im Jahr. Wir haben das ganze Geld von Rocket Beans jetzt hier in unseren LKW gesteckt. Das ist alles Geld, was Rocket Beans hat, haben wir jetzt in diesem LKW gesteckt. Und deswegen fahre ich jetzt sowas von perfekt. Leute, passt auf. Wir haben Licht. Ich fahre jetzt richtig geil. Das ist der Rocket Beans Zug. Leute, wir haben kein Geld mehr. Ah, Pause. Jetzt, pass auf, ich fahre jetzt richtig geil. Rechts raus, links raus gucken, niemand da. Ja, keine Schäden. Alles, was wir jetzt verlieren, das ist Geld, was wir den Rocket Beans wegnehmen. Und das wollen wir nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich so schreie. Ich bin gerade richtig aufgeregt. So, wir fahren jetzt richtig. Keine Strafen. Pass auf. 40 km/h, 41 km/h. Ist Fernlicht, glaube ich. Stimmt. So. Licht an. Au, wir sind schon 55, aber über grün. Oh, Bremse! Ach komm, kann man wenigstens neben dem ranfahren, oder? Ist schon langweilig hier. Will mal kurz Hallo sagen. Das darf ich ja wohl. Kurz mal Hallo sagen hier. Guck mal. Nee, geh nicht weg. Ich muss mein Navi. F5. Oh, muss er links. Ah, alles. Ja, alles wie geplant. Oh! Okay. Leute, jetzt wird's. Es ist jetzt richtig Anspannung pur. Wir fahren jetzt der perfekte Tour. Leute. Planmäßig geht die Sendung in 10 Minuten zu Ende. Ist mir scheißegal. Wir fahren jetzt der perfekte Tour. Keine Strafen. Ich park auf schwierigster Ebene ein. Wir brauchen die Kohle. Rocket Beans braucht das Geld. Beide Spiegel. Keiner da? Jawohl, tschüss. Ich kann doch nicht Montag zur Arbeit, Leute. Und im Arno ins Büro rein. Und dann fragt er, ja, hey, bist du wieder LKW-Fahrer am Wochenende? Und dann sage ich, ja. Und dann sagt er, ja, wie viel, und was hast du gehabt für Spesen? Da kann ich doch nicht sagen, ja, 58.000 Euro habe ich da ausgegeben. Und dann sagt er, ja, war schon Puff. Und dann sage ich, ja, danach. Aber davor habe ich 58.000 verloren, weil ich immer dagegen gefahren bin irgendwo und so. Ein bisschen YOLO-Modus war. So, stopp, mal Bremse auf, wenn rot ist. Ist sehr dunkel hier drin. Ich habe übrigens jetzt Beine wieder. Seht ihr zwar nicht, aber ich bin nackt. Rot, ja, jetzt wird mal grün, bitte. Ich sage aber, bei Gelb kannst du fahren. Klar, ich fahr mal nimmer jetzt. Ich bin hier der Größere, ich brauch mehr Licht. Ficken, ist mir scheißegal, ob das Fernlicht ist. Ich muss sehen, was da los ist. Da kriegt man keine Strafe für. Kriegst du vielleicht mal einen Vogel gezeigt. So, jetzt. Oh, das wird geil, wir machen das jetzt. Also, 135 Kilometer, Leute. Perfekte Fahrt. Ihr könnt mir helfen. Ich hab euch auf dem Schirm. Wo ist der Limiter? Den brauche ich jetzt, ganz dringend. Oh, ihr nicht. Ich, oh, die falsche Ausfahrt. Nein, ah doch. Oh, 50, Ausfahrt 50. Okay. Oh, der dringt sich auch gerade hinter. Was ist mit dem los da hinter mir? C, alles klar, ich probiere gleich mal C aus. Da fahren wir hoch. Das wird die perfekte Fahrt, das wird die Fahrt unseres Lebens, Leute. Die Magdeburger, die werden sich denken, das sind die besten Nüsse, die wir je gehabt haben. Das sind die geilsten Nüsse, die legen wir uns ins Gesicht, nein. Ich will Nüsse haben in meine Nase, in mein Ohr und in meinen Arsch. Okay, alles klar, jetzt
Jetzt limmer da, jetzt kommt leider limmer da ins Spiel. Alles klar, jetzt fahren wir noch hoch auf 80. Und dann drücken C. Dann fahren wir richtig geil nach Magdeburg. Und die Magdeburger, die machen wir richtig fertig. Limit durch drin, Leute. Ja, jetzt noch länger. Ah, okay, was saufen jetzt. Oh, warte. Ausfahrt. Scheiße. Vom Gas. Ruhig, Brauner. Du hast einen Anhänger. Ja, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich in Magdeburg auf den letzten Metern irgendwie quer lieg. Aber guck mal, schön. Guck mal, der Himmel. Jetzt geht die Sonne auf dahinter. Das ist schön. Also fahrt mir Richtung Osten. Da wo die Sonne aufgeht, ist Osten. Da kommt keiner. Ist richtig gemütlich heute auf der Straße. So, Gas geben und Limiter nein. 120. Ah, 80. Ich bin immer 80. Warum muss ich immer 80 fahren? So, Leute, noch 92 Kilometer. Ab nach Magdeburg. Ich war noch nie in Magdeburg. Ey! Ulen! Ich war noch nie in Magdeburg. Ich glaube aber, da wohnt ein... Ich weiß nur, dass in Magdeburg der Kretschmar wohnt. Der Handballer. Das ist das Einzige, was ich von Magdeburg weiß. Es ist im Osten und da kommt da ist Handball. Der Handballmann. Liebe Regie, ich brauche Sound. Ich brauche den Sound vom Spiel. Hier. Hör das Spiel nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Was nehmen wir da? Ja, da geht noch was. Ah, oh, Leute, jetzt ganz ehrlich, jetzt haben wir kurz Zeit. Jetzt kann ich euch erzählen. Das ist der Grund, warum ich Truck fahre. Nachts. Guck mal, ich hab hier das Licht. Ich hab dahinter das Sonnenhimmel, der geht auf. Ich hab einen Seitenspiegel, wo ich mal rausguck und sag, hey, fick dich! Und dann mal wieder die Spur wechsel. Aber ist nichts passiert, oder? Auf dich. Ja, ich fahr mal auf die Truckspur. Aber weißt du, man muss nicht immer die Leute nerven. Oh, da war... Der kann aber auch... Oh, wieso holt er mich rechts? Das ist verboten. Kann man eigentlich jetzt irgendwie... Läuft da irgendwie... Jump Bass? Was ist das für Musik? Ah, herrlich. Jetzt einfach mal 5 Grad sein lassen. Leute, einfach mal überlegen. Einfach über das Leben nachdenken. Über Stella, über Tanja, über Lasse. Und ja, auch über die Senfgläser. Einfach mal sagen, guck mal, rechts. Was soll das? Warum reflektiere diese... Warum leuchtet die? Was ist das, reflektieren? Ich meine, ich schicke Licht raus und dann kommt es wieder, oder was? Aber wieso kommt es wieder? Wieso kommt es genau in mein Auge wieder? Warum? Was ist Licht? Ist das eine Welle? Ist das ein Partikel? Das weiß man einfach nicht. Willst du mir nicht erzählen, dass du als Mechatroniker weißt, wie Licht funktioniert, nur weil du 15 Jahre bei Bosch gearbeitet hast? Das ist mir scheißegal. Halt dein Groschen, ich schaff bei Bosch. Das zählt nicht immer. Kannst du mir auch nicht sagen, ob Licht eine Welle ist oder ein Partikel. Und ich fahr jetzt nach Magdeburg. Oh. Keine Geschwindigkeitsbegrenzung stand da eigentlich auf dem Schild. Aber wo bei mir unten steht 60. Ist mir scheißegal. Ich will auch einmal nochmal ganz kurz in den Wald. Ganz kurz in den Wald. Wir haben gesagt, wir machen eine perfekte Fahrt, aber darf ich mal einmal kurz in den Wald fahren? Nein. Ist klar. Oh, wir sind ein bisschen drüber. Leute, aber null Bußgelder. Null Bußgelder bisher. Zero. Null. Da können wir doch mal fahren und uns auch ein bisschen Kaffee reinmachen hier in die Tasse. Ich habe meinen Kaffee in so einer ganz speziellen ISO-Kanne. Oh, jetzt sind wir schnell. Ei. Oh, links. Ah! Aha, kein Problem. Fickt euch, Wald! Oh!
Noch keine Strafe, noch keine Strafe, noch keine Strafe. Perfekte Fahrt, noch möglich. Perfekte Fahrt, noch möglich. Perfekte Fahrt, möglich. Gib Gas jetzt. Oh! Der geht! Wieso geht der? Muss jetzt Maul halten. Das war's noch nicht mit der perfekten Fahrt. Oh, nein. Ah. €80 muss Arno mehr zahlen. Oh, ich war da, aber dann doch nicht. Warte mal ganz kurz, du bist schuld. Du bist schuld! Hey, fick dich! Du bist schuld, dass ich keine perfekte Runde fahre. €80 zahlst du bitte an Arno. Das war ein anderer, ist mir scheißegal. Der ist schuld. €80, komm, Leute. Die €80, die zahlen wir aus eigener Tasche. Komm, das ist nicht passiert. €80 ist doch. Mach der Brate auch jetzt fett jetzt. 58.000, jetzt sind €80, das sind halt genau, ihr habt schon richtig gesagt, das ist genau der Monat, das Monatsgehalt von Andreas Lynch. So, 53 Kilometer pro Stunde. Oh, guck mal, das Licht, das kommt doch gut. Das ist doch Gott. Gott will mit mir sprechen. Du musst nicht perfekt fahren. Alles klar. Erster Aufenthalt in Magdeburg! So, überall Handballer, überall Kretschmars, überall 99 Luftballons hängen über Leverkusen, 88 abgeschlossen, Mann, da ist die Milch geflossen. Oh, ah! Scheiße, oh. Okay, immer noch nur €80 Strafe. Ich sag's euch jetzt schon ein bisschen, das Einparken könnte vielleicht eventuell die schwierigste werden. Bei dieser ganzen Sache. So, rechts oder? Oh, da rechts. Warte mal. Hey, das sind zwei Fähnle. Wie, warte mal. Hä? Da ist Ziel, da gibt's Geld. Keine Beine. Ziel, Geld. Keine Beine. Licht aus, Geld. Ziel, nee, andersrum. Also Ziel, komm. Und jetzt packen wir mal richtig geil ein. Licht an. Hallo. Okay. Leute, jetzt passt auf. Ich mach's wie versprochen. Jetzt wird hier richtig geil geparkt. Die €80, die zahlen wir aus eigener Tasche. Und natürlich nehme ich die schwierigste. Willst du die Ladung haben? 40 EP-Dingens. Und jetzt begrüße ich alle neuen Zuschauer. Herzlich willkommen beim Donny Parkt ein. Es kann sein, dass es jetzt bis 4 Uhr morgens geht. Nein, nein. Das überspringe ich jetzt nicht. Okay, pass auf. Leute, jetzt geht's ab. Leute, jetzt geht's ab. Oh, das ist gar nicht so einfach. Ich beweise es euch jetzt allen, dass ich es drauf habe. Ja, Rudi, auch schwierig, ey. Scheiße, das wird nix. Hör auf zu gehen, halt's Maul jetzt! Ich muss da irgendwie jetzt. Also ganz ehrlich, da kann ich jetzt auch nicht anders drehen. Ich muss ja irgendwie da rumdrehen jetzt. Und irgendwie so einen Winkel schaffen. Oh. Das wird so geil jetzt, Leute. Ihr werdet euch alle wundern. Oh oh. Oh oh!
Nein, 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 stopp, stopp, nein! So dunkel, ich sehe die Reifen. Und jetzt, jetzt mal richtig geil. Ich sehe die Reifen nicht! Halt's Maul da! Wieso kriegt der einen Orgasmus jetzt wieder? Oh. Oh. Oh, ich komm gleich. Oh, ich komm. Oh, ist ein Truckgasm. Oh, ist ein Truckgasm. Das machen wir noch sauber zu Ende, hä? Ja. Ja, sicherlich. Ich bin's, der Franz, der Kaiser. Oh, ist das schön. Noch ein bisschen, ja, ja, ja. Ja, machen wir schon richtig jetzt schön, machen wir schön. Machen wir schön zu Ende, hä? Oh, ja. Oh, ja. Und jetzt bock den Bock da rein. Ja, ja, nee, an, ja, ja, andere Seite bitte nicht, mich nicht verbocken. Ja, wir haben jetzt ein bisschen verlängert. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist wunderschön. Da kann mich mal all, können mich alle mal jetzt. Das ist wunderschön. Nein! Oh, nein. Alles gut, alles gut. Jetzt ganz ruhig. Warte mal. Vorher einlenken ist schon mal ganz wichtig. Naja, jetzt hab ich's. Und jetzt so rum einlenken, warte. Ne, genau, andersrum. So, voll ein. Jetzt haben wir's, passt auf. Wie geil das jetzt hier reinflutscht. Nein, andersrum. Oh, ich war so gut vorhin. Was ist denn da passiert? Nein! Da! Ich hatte es vorhin fast! Jetzt aber komm mal, jetzt ruhig. Einfach ruhig bleiben. Lass dich da rausbringen aus der Scheiße. Das ist nicht umsonst die schwierigste Stufe. Oh, guck da hin. Die Richtung guckst, dann weißt du auch wieder längst. Guck mal, jetzt. Ah, fertig. Fertig. Tschüss. Stopp. So, jetzt nur noch die ein. Das ist immer so ein Risiko. Jetzt Gegenlenker oder. Ich glaube, die. Also genau die andere Richtung, wie man halt denkt. Das ist so jetzt, dann geht. Ganz langsam. Nein, eben nicht. Das ist so schwierig. Wirklich schwieriger als man denkt. Jetzt haben wir's. Nein! Dreh doch in die andere Richtung, du Arsch! Ey! Warum bist du so ein Wichser manchmal, LKW? Immer noch fehlerfrei, aber ey, nicht anstoßen. Ja, jetzt stopp. Das Ding ist halt, die Reifen sind immer schon so angedreht. Die muss ich erstmal in die neutral drehen. Guck mal, jetzt sind sie gerade. Nochmal ein bisschen weiter. Und jetzt bock das Ding doch rein. Ja. Oh Leute, wir bocken das Ding richtig langsam rein jetzt. Ja. 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 Oh. Oh! Oh! Oh ja! 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 Schwabenpower.
Und der will auch pennen jetzt. Fracht mit T entkoppeln. Absatteln. So, jetzt gucken wir, was der Arno zahlen muss am Ende. Guck mal, hier. Verbrauchter Kraftstoff. Oh, da kommen die grünen Zahlen rein. Yep. Wo sind die Strafen? ja, das war's. Ihr habt gesagt, ich mach die Parkung und das war's, glaube ich, mit Euro Truck Simulator. Und fahr weiter, zoom weiter rein. Euro Truck Simulator! das war's für heute mit Euro Truck Simulator 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ob wir das nochmal machen, weiß ich nicht. Muss ich mit der Zentrale telefonieren. Ich hoffe, ihr fandet's geil. Lasst die Glocke da. Leute, lasst doch einfach immer eine Glocke da. In diesem Sinne, schlaft gut, schönes Wochenende. Ciao. Zoom nochmal.